endlich wird wieder aufgesperrt. Die Restaurants, die Wirtshäuser, endlich geht wieder was an. Die Wirten brauchen das, wir Gäste brauchen das. Es war viel zu lange, viel zu streng, aber was soll man machen? Corona ist es eben. Und rein ins Vergnügen. Nachbefertigung. Selbstverständlich. Es ist ein gutes Gefühl. Man fühlt sich wie ein Jungunternehmer. Gute Frage. Danke, danke. Danke. Und am Tisch darf man die Maske nämlich abnehmen. Der Zander. Und der Karpfen. Gemüse liebt der Heinz Reitbauer. Melanzani mit Pilzen. Und Fenchel. So ein ganzes Stück gebacken. Mit Bergamot, Hanf, Salzfeigen, Liebstöcken. Auf höchstens einer stehen, ne, mit den Quadratmetern. Ja, zwei geht sich mit dem Meter Abstand aus. Es ist, wir sind generell vom Platz nicht verwöhnt, muss ich sagen. Das heißt, man muss auch draußen eigentlich fast einen Regisseur mimen, um den Gästen zu kommunizieren, was dürfen sie nicht. Das ist, ist fast ein eigenes Jobbild. Ja, genau. Das war ja, zum Wohl. Dankeschön. Also Tote, wenn ihr trinken, muss ich raus. Alles Gute. An den Schnittisch bitte. Jawohl. Danke. Hallo. Ja. Welche Frau kommt heute? Welche Frau kommt heute? Keine. Ja. Sind wir wieder da? Ja. Mit Maske. Alles Gute. Mit Maske. Katastrophe. So wie vor Corona. Vor Corona, nach dem Corona. Und kommen die Fische jetzt schwieriger wegen Corona? Nein, jetzt geht's nicht, jetzt geht's. Aber Preise steigt wieder. Wieso? Keine Ahnung, alle Lokale geht auf. Aber ist okay, zufrieden. Passt ja, was soll ich sagen? Ein Steinbutt für mich. Jawohl. Danke. Für zwei Personen. Mach ich. Bitte? Der Fisch beim Oma und der Käse beim Urbanek und überhaupt, dass der Naschmarkt wieder offen ist und man wieder konsumieren kann, auch essen kann, ist schon was ganz Schönes.